Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und wir installieren uns heute zusammen mal den GTA 5 Mod, ohne Warpix zu benutzen. Ja, alles was wir dazu brauchen, finden wir auf dieser Webseite. Wir haben hier einmal die Anleitung dafür, aber ich versuche euch das jetzt so gut wie möglich auf Deutsch zu zeigen. Wir gehen hier einmal auf Release und laden uns die RAR-Datei runter. Nachdem wir die RAR-Datei runtergeladen haben, entpacken wir diese. Bevor wir allerdings irgendwelche Dateien anfangen zu kopieren, müssen wir einmal das Spiel starten und verschiedene Einstellungen machen. Hier müssen wir bei Gamepad den Zielmodus auf freies Zielen stellen. So, danach gehen wir auf die Kameraeinstellungen und müssen hier die Third-Person-Deckung anschalten. Und bei der Motorhaube müssen wir auf Ausstellen. Bei unabhängige Kameramodi erlauben müssen wir Ausstellen. Nachdem wir die Einstellungen überprüft haben, kopieren wir den Inhalt der runtergeladenen RAR-Datei in das Installationsverzeichnis von GTA 5. So Leute! Und der wichtigste und letzte Schritt ist, dass wir hier noch eine Datei austauschen müssen. Zwar gehen wir dazu wieder in unsere entpackte, runtergeladene RAR-Datei. Dann haben wir hier den Settings-Ordner, da gehen wir rein. Wir haben hier einmal einen High- und einen Low-Ordner. Dann wechseln wir rüber zu Dokumente, Rockstar Games, GTA 5. Da erstellen wir uns eine Kopie unserer Original-Settings-Datei. Wir gehen hier in den Ordner High und kopieren uns diese Settings-Datei hier rüber, setzen diese Datei. So, das Wichtigste kommt jetzt. Wir öffnen die mit dem Editor und sehen hier ganz unten einen Eintrag, und zwar hat derjenige, der die erstellt hat, die GTX 1080 Ti. Wenn ihr jetzt eine andere Grafikkarte habt, seht ihr dies in eurer Sicherungskopie. So. Scrollt hier auch ganz runter, kopiert euch eure Videocard und fügt die hier einfach an dieser Stelle ein. So, und wir speichern das Ganze. Was jetzt noch wichtig ist, wir klicken einmal rechts, gehen auf Eigenschaften und aktivieren hier einmal Schreibgeschützt. Öffnen das Ganze. Und dann sollte es funktionieren. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns bald.